Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich die Registermaschine vorstellen. Dies ist ein theoretisches Modell für einen Computer. Sie existiert nicht in Wirklichkeit, aber sie ist insofern ein sehr gutes theoretisches Modell, da sie uns zeigt, wie einfach eine Maschine aufgebaut sein kann, die in der Lage sein soll, beliebige Algorithmen auszuführen. Sie ermöglicht es uns, zumindest vom Prinzip her, die Algorithmen bzw. deren Konzepte, die wir in den letzten Vorlesungen bzw. Videos kennengelernt bzw. angesprochen haben, auf eine Maschine zu übertragen. Diese Maschine ist einigermaßen ähnlich zu einem realen Computer, einem sehr einfachen realen Computer, muss man sagen. Unsere Computer, die wir heutzutage haben, sind in der Regel erheblich komplexer aufgebaut, aber die Grundprinzipien sind genau die gleichen. Für diejenigen, die das Video zur Turing-Maschine gesehen haben, sind hier einige Dinge wiederzuerkennen. Wir haben auch hier ein Eingabe- und ein Ausgabeband, die hier etwas anders dargestellt sind. Auch die anderen Komponenten erinnern ein wenig an die Turing-Maschine, sind aber tatsächlich deutlich anders. Das werden wir noch sehen. Wer das Video zur Turing-Maschine nicht gesehen hat, hat nicht wirklich etwas verpasst. Alles Folgende wird auch so verständlich sein und ich werde das hier alles ausführlich erläutern. Nur kurz noch, man kann zeigen, dass die Registermaschine und die Turing-Maschine zueinander äquivalent sind. Das heißt, dass alles, was die eine Maschine berechnen kann, auch von der anderen Maschine berechnet werden kann. Das soll uns aber jetzt nicht weiter interessieren, sondern nur eine Hintergrundinformation für diejenigen sein, die das Video zur Turing-Maschine gesehen haben. Im weiteren Verlauf braucht uns die Turing-Maschine aber hier nicht weiter zu interessieren. Die Registermaschine ist also ein idealisierter Computer, der intern in der Maschine selber das Programm verwaltet. Dafür ist diese Maschine aus verschiedenen Komponenten aufgebaut, die hier dargestellt sind. Das ist zum einen das Programm, also die formale Darstellung unseres Algorithmus in Form von elementaren Befehlen für die Maschine. Den Befehlssatz, über den diese Maschine verfügt, werden wir gleich kennenlernen und dann auch sehen, wie einfach ein solcher Befehlssatz aufgebaut sein kann. Unsere Maschine verfügt über gerade einmal 12 verschiedene Befehle und ist damit in der Lage, jedes beliebige Programm dieser Welt auszuführen. Wir haben als zweite Komponente ein Eingabeband. Wenn man das mit einem heutigen Computer vergleichen möchte, wäre das so etwas wie eine Tastatur. Hier muss allerdings die Eingabe vorab, also bevor die Ausführung des Programms beginnt, komplett vorliegen. Wir können uns also nicht unterwegs überlegen, dass wir auf das Eingabeband noch einmal weitere Werte schreiben. Wir haben hier kein interaktives System. Auf diesem Eingabeband steht also unsere Eingabe, immer ein Wert in einer Zeile, also einem dieser Kästchen. Wir werden gleich noch sehen, wie wir diese Eingaben lesen können, sodass unser Programm mit dem, was in der Eingabe steht, arbeiten kann. Das Gegenstück dazu ist das Ausgabeband. Das wäre entsprechend vergleichbar mit dem Monitor unseres Computers oder eher einer an unseren Computer angeschlossenen Schreibmaschine. Auch dort haben wir wieder Zellen, in die immer jeweils ein Wert geschrieben werden kann. Jeder Wert, sowohl im Eingabeband als auch im Ausgabeband, kann immer ein beliebig großer Wert sein, also eine beliebige Zahl sein. Hier merkt man schon, dass es sich um ein theoretisches Modell handelt, denn wir haben hier keine Begrenzung, dass also nur Zahlen bis zu einer bestimmten Größe mit je 1, 2 oder 4 Byte beispielsweise in eine solche Zelle hineinpassen würden. Für dieses theoretische Modell können wir beliebig große Zahlen, auch mit Nachkommastellen, in jede einzelne Zelle packen. Wir betrachten hier ohnehin nur kleine Programmbeispiele, sodass dies alles keine große Rolle spielen wird. Wir haben auf der rechten Seite in diesem Bild dann noch die Register. Diese geben der Maschine ihren Namen, Registermaschine im Deutschen. Auf Englisch heißt sie Random Access Machine. Random Access bedeutet, dass wir jederzeit auf beliebige Register zugreifen können. Wie das funktioniert, werden wir gleich noch sehen. In diesen Registern kann ebenso wie im Eingabe- und Ausgabeband in jeder Zelle immer ein beliebig großer Wert stehen. Immer nur ein einziger Wert in jedem einzelnen Register, niemals mehrere Werte gleichzeitig. Das bedeutet, wann immer wir einen neuen Wert in ein solches Register hineinschreiben, ist der alte Wert, der dort zuvor stand, unwiderruflich verloren. Wenn wir uns einen Wert also merken wollen, weil wir ihn später noch brauchen, müssen wir daher auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir ihn in einem separaten Register irgendwo speichern. Ansonsten ist der Wert, wie gesagt, verloren. Es gibt also keine Erinnerung in diesem Register. Ein Wert bleibt also so lange in einem Register erhalten, bis er überschrieben wird, dann aber ist er auch tatsächlich weg. Die Steuerung des Ganzen übernimmt die endliche Kontrolleinheit, die wir da in der Mitte sehen. Die wird uns eigentlich gar nicht weiter interessieren, außer dass sie eben im Grunde die Logik dieser Maschine in ihrem Inneren zusammenhält. Sie sorgt dafür, dass die Befehle dieser Maschine nacheinander abgearbeitet werden, also das Programm. Dafür besitzt die Maschine einen Instruktionszähler, der anzeigt, welche Anweisung als nächstes ausgeführt werden soll. Die Anweisungen werden nacheinander ausgeführt. Wir beginnen mit dem Programmschritt 0. Hier sehen wir wieder, dass Informatiker gern bei 0 anfangen zu zählen, wie wir das bei den Codierungen schon kennengelernt haben und uns das noch öfter wieder begegnen wird. Der erste Programmschritt ist also der nullte Programmschritt. Dann kommt der erste, dann der zweite, dann der dritte und so weiter. Das ist die normale Reihenfolge. Wir werden sehen, dass wir von dieser Reihenfolge abweichen können. Dafür gibt es sogenannte Ablaufkontrollbefehle oder Sprungbefehle, die wir gleich noch kennenlernen werden. Auf das Eingabeband zeigt ein Lesekopf. Ein Lesekopf ist im Grunde genommen wie früher bei einem Tonbandgerät oder Kassettenrekorder, falls ihr solche Geräte noch kennt.
Dabei können wir nur den Wert in der Zelle an dieser einen Stelle, an der der Lesekopf steht, lesen. Der Wert bleibt auf dem Eingabeband stehen, aber wir können diese Zelle anschließend nicht erneut lesen. Wenn wir eine Zelle ausgelesen haben, wandert der Wert in die endliche Kontrolleinheit hinein und der Lesekopf wird eine Zelle weitergesetzt. Hier würde der Lesekopf dann also auf der zweiten Zelle stehen. Wir können den Lesekopf nie wieder zurücksetzen. Das heißt, dass ein Wert, den wir einmal gelesen haben, gewissermaßen weg ist und wir nie wieder an diesen Wert kommen. Wir haben ihn im Moment noch in der endlichen Kontrolleinheit und können ihn nun aber irgendwo ablegen, nämlich in einem Register. Wenn wir das nicht tun, ist der Wert auf immer verloren. Wenn wir also mit der Eingabe irgendetwas anfangen wollen, müssen wir sie auf jeden Fall in irgendeinem Register speichern. Alles andere wäre eine ziemlich blöde Sache, weil wir dann eben, wie gesagt, mit unserer Eingabe gar nichts anfangen könnten. Das Gegenstück zum Lesekopf ist der Schreibkopf, der auf das Ausgabeband verweist. Auch der zeigt auf eine bestimmte Zelle und wird von da aus automatisch immer um eine Zelle weiter bewegt, sobald ein Zeichen geschrieben worden ist. Das ist ähnlich wie bei einer Schreibmaschine. Wenn wir eine Taste auf der Schreibmaschine drücken, wandert der Schreibkopf der Schreibmaschine automatisch eine Stelle weiter. Auf einer Schreibmaschine gibt es eine Rückschritttaste, mit der wir wieder zurückgehen können. Die gibt es hier nicht. Das heißt, wir kommen auch hier wieder nicht zurück. Ein einmal in die Ausgabe geschriebener Wert bleibt uns auf ewig erhalten und wir können ihn nicht nachträglich überschreiben. Insofern unterscheidet sich dann das ein bisschen von einem Computermonitor, auf dem man an beliebige Stellen etwas schreiben kann. Auf die Register haben wir, wie gesagt, einen sogenannten wahlfreien Zugriff. So übersetzt man den Begriff Random Access ins Deutsche. Wahlfreier Zugriff bedeutet, dass wir die Register nicht in einer bestimmten Reihenfolge anspringen müssen, sondern sie beliebig adressieren können. Also gerade das genaue Gegenteil von dem, was bei Eingabe- und Ausgabeband möglich ist. Wir können jederzeit auf ein beliebiges Register zugreifen. Wir können zum Beispiel sagen, wir möchten etwas im Register 0 speichern oder im Register 1 oder im Register 17 oder Register 42 oder wohin auch immer wir etwas speichern möchten. Das ist jederzeit möglich. Und wir können diese Register auch wieder auslesen, also einen Wert von einem Register lesen, um dann irgendetwas damit zu machen. Was wir alles machen können, werden wir uns noch angucken. Es gibt ein besonderes Register, das ist das Register 0, der sogenannte Akkumulator. Der verfügt über bestimmte besondere Funktionen. Nur in ihm können wir bestimmte Operationen durchführen. Deshalb dient er als eine Art Arbeitsregister für uns. Die anderen Register dienen ausschließlich dazu, dass wir Werte in ihnen speichern können. Im Akkumulator hingegen können wir bestimmte Rechenoperationen und Vergleiche durchführen. Die werden wir gleich alle noch kennenlernen. Damit haben wir jetzt die Grundbausteine dieser Maschine zusammen und werden uns gleich einmal anschauen, was wir mit dieser Maschine nun anfangen können. Wir werden uns nämlich angucken, welche Befehle sie besitzt und wie diese Maschine diese Befehle dann abarbeitet. Ganz kurz möchte ich noch einmal den Bezug zum Thema Algorithmen herstellen, das wir in einem der letzten Videos behandelt hatten. Wir haben hier eine Maschine, die im Grunde genommen jeden beliebigen Algorithmus, den man formulieren kann, abarbeiten kann. Hier sind die Kriterien erfüllt, dass wir mit einem Programm, das wir für die Registermaschine schreiben, das abgearbeitet werden kann, das auch irgendwann endet, und das ist wichtig, die Ausführung des Programms muss irgendwann auch beendet werden, auch tatsächlich einen Algorithmus für diese Maschine geschrieben haben. Unser Programm wird ausschließlich aus elementaren Anweisungen für das ausführende Organ bestehen, also die endliche Kontrolleinheit oder die Registermaschine als Ganzes. Die Formulierung unseres Programms ist präzise und eindeutig, weil wir nur diese 12 Befehle, die wir gleich kennenlernen werden, zur Verfügung haben, sonst nichts. Und da ist klar definiert, was jeder einzelne dieser Befehle macht. Außerdem ist in jedem Schritt festgelegt, was als nächstes zu geschehen hat und es gibt keine Wahlmöglichkeiten bei der Ausführung. Die Formulierung unseres Programms ist endlich, denn wir schreiben nur endlich viele Programmschritte auf. Das ist das Programm, das wir eben links stehen hatten. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Maschine mit unserem Programm zu einem Ergebnis kommt. Dann ist die Ausführung auch nach endlich vielen Schritten abgeschlossen. Und unsere Programme sollen natürlich nicht nur eine einzige spezifische Berechnung durchführen, wenn wir zum Beispiel Zahlen addieren wollen, nicht nur zwei Zahlen 3 und 7, sondern eben beliebige Zahlen addieren. Wenn wir das getan haben, haben wir einen Algorithmus für diese Maschine geschrieben. Vom Prinzip her lässt sich jedes algorithmisch lösbare Problem durch ein Programm für die Registermaschine lösen. Und umgekehrt kann man sagen, dass die Registermaschine eine symbolische Maschine in dem Sinn ist, wie Sibylle Krämer das formuliert hat. Oder anders gesagt, ein universeller Computer ist. Das müsste man jetzt noch genauer nachweisen, aber den formalen Beweis werden wir hier natürlich nicht führen. Schauen wir uns jetzt die Maschine einmal an und sehen uns die ersten 4 Befehle dieses kleinen Programms an, das wir hier links stehen haben. Die ersten, die wir hier sehen, sind die sogenannten Transportbefehle. Diese dienen dazu, dass wir Werte aus der Eingabe lesen und in die Register hineintransportieren können, dass wir Werte aus den Registern auch in die Ausgabe transportieren können und dass wir Werte zwischen Registern hin und her schieben können. Das ist der Sinn dieser Transportbefehle. Schauen wir uns das jetzt einmal ganz kurz an der Maschine an. Dafür gehe ich jetzt hinüber an meine Registermaschine und da probieren wir einmal aus, was diese Transportbefehle, also die in den Programmzeichen 0 bis 3 machen, bevor wir uns dann den weiteren Befehlen zuwenden. Wir haben hier jetzt unsere Registermaschine mit hier auf der linken Seite dem Programm, mit dem Instruktionszähler, mit dem Eingabeband, mit dem Lesekopf,
dem Ausgabeband mit dem Schreibkopf und hier auf der rechten Seite mit den Registern. Das Programm läuft nun also los und führt den ersten Befehl aus. Read 0, das besagt also, dass etwas gelesen werden soll. Read heißt immer, aus der Eingabe wird gelesen. Wir lesen also den Wert in der aktuellen Zelle, wo der Lesekopf gerade hin zeigt. Den Wert 1 lesen wir an dieser Stelle. Der Lesekopf wandert einen weiter. Und diesen Wert 1, was machen wir mit dem? Wir speichern ihn im angegebenen Register, also im Register 0, dem Akkumulator. Das heißt, hier landet jetzt also die 1. Dann wird der zweite Befehl ausgeführt. Der besagt Read 1. Das heißt, wir gucken wieder, wo steht der Lesekopf an dieser Position. Da steht eine 2, das merken wir uns. Der Lesekopf wandert eine Position weiter. Der Wert 2 wird nun wo gespeichert? Das sagt die Zahl 1 hier hinter. Im Register 1 soll der Wert gespeichert werden. Damit haben wir also hier jetzt eine 2 stehen. Das ist der Wert, den wir gerade gelesen haben. Und unser Programmzähler wandert einen Schritt weiter. Nun kommt das Gegenstück zum Read-Befehl. Der Write-Befehl bezieht sich auf das Ausgabeband. Das heißt, an die Stelle, wo sich der Schreibkopf gerade befindet, wird nun ein Wert geschrieben. Und zwar welcher Wert? Write 1 besagt, dass der Wert, der im Register 1 steht, geschrieben werden soll. Also die Zahl 2 würde entsprechend hier geschrieben werden. Der Schreibkopf wandert einen weiter und damit ist auch dieser Befehl erledigt. Es kommt der nächste Befehl. Der Load-Befehl und der Store-Befehl beziehen sich immer da auf den Transport zwischen verschiedenen Registern. Read und Write beziehen sich auf die Eingabe und die Ausgabe. Load und Store beziehen sich auf den Transport zwischen Registern. Load 1 besagt nun also, dass der Wert aus dem Register 1 geladen werden soll, und zwar wohin? In den Akkumulator. Das heißt, der Wert aus Register 1 wird nun in den Akkumulator geschrieben. Der alte Wert verschwindet und hier steht nun eine 2 drin. Die 2 in Register 1 bleibt stehen, die wird dort nicht gelöscht. Der Wert wird also hinüberkopiert. Und damit haben wir schon die wichtigsten Transportbefehle kennengelernt. Den Store-Befehl kriegen wir gleich noch. Damit haben wir die Transportbefehle jetzt soweit abgearbeitet, werden gleich aber noch ein paar Feinheiten dazu kennenlernen. Wir wenden uns dann als nächstes den arithmetischen Befehlen zu. Arithmetische Befehle sind einfach Rechenbefehle. Diese beziehen sich immer auf den Akkumulator, also das Register 0. Ich hatte schon gesagt, dass dieses ein besonderes Register ist. Hier zeigt sich das noch einmal. Wir haben 4 Rechenarten, die wir ausführen können. Wir können addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Der erste Operand ist immer der Wert, der im Akkumulator steht. Der zweite Operand ist immer der Wert, der hinter dem Befehl angegeben ist. Auch das werden wir uns jetzt an diesem kleinen Programmbeispiel angucken, indem ich wieder zur Registermaschine hinübergehe und die nächsten Befehle ausführe. Unser nächster Befehl in Zeile 4 besagt nun Add 1. Das bedeutet, wir sollen den Wert aus Register 1 nehmen und ihn addieren. Wozu? Nun, zu dem Wert, der im Akkumulator steht. Das heißt, der Wert 2 wird zum Wert 2 hinzuaddiert. In Register 1 verändert sich nichts, der bleibt stehen. Aber der Wert im Akkumulator wird wieder überschrieben und jetzt eben durch den alten Wert 2 plus den neuen Wert, der dazu addiert werden soll, 2, also insgesamt 4 ersetzt. So dass wir hier nun die Zahl 4 im Register 0 stehen haben, also im Akkumulator stehen haben. Dieser Wert soll jetzt, und damit kommen wir zum nächsten Befehl, im Register 2 gespeichert werden. Das ist der Store-Befehl, den wir eben noch nicht hatten. Das heißt, mit Store nehmen wir den Wert aus dem Akkumulator, da bleibt er natürlich stehen, und speichern ihn in dem angegebenen Register, also Register 2. Damit haben wir hier also ebenfalls eine 4 stehen. Und nun kommt wieder ein Ladebefehl. Load 2 besagt, dass wir den Wert aus Register 2 erneut in den Akkumulator laden sollen. Da steht schon der Wert 4, das weiß unser Programm aber sozusagen nicht. Der Befehl ist in diesem Sinn also gerade im Grunde genommen überflüssig. So erscheint er zumindest, weil der Wert 4 hier erneut hineingeschrieben wird. Das heißt also, im Grunde genommen wird die 4 einmal ausgelöscht und durch eine frische 4 ersetzt. Das ist das, was der Befehl Load 2 an dieser Stelle macht. Ich spare mir das mit dem Radieren, weil der Wert sich ja offensichtlich nicht verändert. Da haben wir jetzt noch einmal zwei Transportbefehle kennengelernt, nämlich Store und Load. Jetzt kommt wieder ein arithmetischer Befehl. Da steht nun Sub gleich 1 und das ist ein feiner, aber ganz wichtiger Unterschied. Sub 1 würde ja besagen, dass wir von dem Wert im Akkumulator den Wert aus Register 1 abziehen sollen, also 4 minus 2 rechnen sollen. Sub gleich 1 besagt aber, wir sollen nicht den Wert im Register 1 abziehen, sondern wir sollen tatsächlich den Wert 1 abziehen, also die Zahl 1 hernehmen. Gleich 1 sagt also, nimm mich wörtlich. Die Zahl 1 soll also abgezogen werden. Sub gleich 1 heißt also, von der 4, von dem Wert, der aktuell im Akkumulator steht, ziehen wir jetzt
einen ab. Das heißt, 4 minus 1 ergibt 3. So steht also jetzt der Wert 3 hier im Akkumulator. Und in Zeile 8 lautet der Befehl nun Store 2. Das heißt, der Wert wird aus dem Akkumulator hergenommen. Da bleibt er stehen, wie immer. Und in Register 2 gespeichert. Hier verschwindet also die 4 und kommt nun eine 3 hinein. Und dann kommen wir zum nächsten Befehl. Und der heißt Jump Greater Than 06. Und den verstehen wir noch nicht. Den gucken wir uns als nächstes an. Damit sind jetzt auch die Rechenbefehle, die arithmetischen Befehle, kein Geheimnis mehr für uns. Und wir kommen zur letzten Kategorie von Befehlen. Das sind die sogenannten Sprungbefehle, mit denen wir eine Ablaufsteuerung erreichen können. Wir haben ja schon gesehen, dass das Programm normalerweise Schritt für Schritt nacheinander ausgeführt wird. Zeile 0, Zeile 1, Zeile 2 und so weiter. Außer eben, es kommt ein solcher Sprungbefehl. Von diesen gibt es 3 verschiedene und dazu noch einen Haltbefehl. Was der Haltbefehl macht, ist, so denke ich, relativ klar. Die anderen 3 schauen wir uns einmal kurz an. Der einfache Sprungbefehl, ein sogenannter unbedingter Sprung, heißt Jump und der springt immer. Sobald wir bei der Ausführung des Programms auf diesen Befehl stoßen, wird ein Sprung ausgeführt und zwar wohin? In die Programmzeile, die dahinter angegeben ist. Jump 5 beispielsweise würde dafür sorgen, dass wir zur Programmzeile 5 springen und dort mit der Ausführung weitermachen. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei den beiden anderen Sprüngen um sogenannte bedingte Sprünge. Nur wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, wird der Sprung ausgeführt. Ansonsten wird einfach mit dem nächsten Befehl in der normalen Reihenfolge weitergemacht. Der eine dieser bedingten Sprünge heißt Jump 0. Dabei wird überprüft, ob der Wert, der im Akkumulator steht, gleich 0 ist. Hier sehen wir noch einmal die Sonderrolle des Akkumulators. Wir können nicht schauen, ob in irgendeinem Register der Wert 0 steht, sondern nur, ob das im Akkumulator der Fall ist. Jump 0 sagt also, dass wir dann und nur dann, wenn der Wert, der aktuell im Akkumulator gespeichert ist, gleich 0 ist, in die angegebene Programmzeile springen. Der dritte Sprung, den unsere Maschine beherrscht, heißt JGTZ und das steht kurz für Jump Greater Than 0. Er besagt, wir springen genau dann, wenn der Wert, der gerade im Akkumulator steht, größer als 0 ist. Kleiner als 0 können wir nicht abfragen, wir können nur gleich 0 abfragen mit Jump 0 und größer als 0 mit Jump Greater Than 0. Für alles andere müssen wir uns Tricks ausdenken, wie wir das hinbekommen. Mit der Kenntnis der Sprungbefehle können wir jetzt also das Programm zu Ende spielen. Hier taucht nur Jump Greater Than 0 auf und natürlich der Haltbefehl, aber die anderen funktionieren ähnlich wie das Jump Greater Than 0. Die werden wir dann noch verstehen, wenn wir passende Beispiele dazu uns angucken. Jump Greater Than 06 besagt also, dass wir jetzt nachschauen sollen, welcher Wert im Akkumulator steht. Wenn dort ein Wert steht, der größer als 0 ist, Greater Than 0, und das ist der Fall, 3 ist größer als 0, dann sollen wir zurückspringen in Zeile 6 und nicht etwa mit der nächsten Zeile weitermachen. Das heißt, wir springen hierhin. Wir laden wieder den Wert aus dem Register 2, das ist die 3, die landet wieder im Akkumulator, die steht da schon, macht nichts. Hier wird also erneut eine 3 hineingeschrieben. Ich erspare mir wieder das Weggewische und das Neuschreiben an dieser Stelle. Dann wird anschließend wieder 1 abgezogen, Sub gleich 1. Aus der 3 wird also eine 2 hier drin. Und der Wert soll wieder in Register 2 gespeichert werden. Also auch diese 3 wird überschrieben und hier erscheint nun eine 2. Jetzt kommt wieder die Abfrage, ob im Register 0 eine 0 steht. Das ist nicht der Fall, ob der Wert größer als 0 ist. Entschuldigung, das ist natürlich der Fall, 2 ist größer als 0, also springen wir zurück in Zeile 6 wiederum. Wir laden wieder den Wert aus Register 2, das heißt die 2 wird hier in das Register 0 geschrieben, in den Akkumulator kopiert. Dann kommt wieder der Befehl sub gleich 1, wir ziehen also wieder einen von dem Wert im Akkumulator ab. Und speichern den Wert wieder im Register Nr. 2. Wir überprüfen wieder, ob der Wert im Akkumulator derzeit noch größer als 0 ist. 1 ist größer als 0, also springen wir wieder zurück in Zeile 6. Und wir laden wieder den Wert aus Register 2. Das heißt, hier kommt eine frische 1 hinein. Wir subtrahieren 1 vom Wert im Akkumulator, dann steht hier nun eine 0. Dann speichern wir anschließend diesen Wert wieder im Register Nr. 2. Und überprüfen, ob der Wert im Akkumulator größer als 0 ist. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, die Bedingung ist nicht erfüllt. Wir springen also nicht zurück in Zeile 6, sondern machen stattdessen mit dem nächsten Befehl weiter, hinter der Sprungadresse. Das ist also immer genau das, was bei den bedingten Sprüngen passiert. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, wird der Befehl unmittelbar dahinter ausgeführt. Das heißt, wir sollen jetzt also den Wert aus Register 2 nehmen und in das Ausgabeband schreiben. Das sagt der Befehl Write 2, also dort, wo der Schreibkopf gerade steht, sollen wir den Wert aus Register 2 hinspeichern. Der Kopf hier wandert wieder einen weiter, unser Programmzähler wandert einen weiter. Jetzt kommt der Befehl Halt, die Maschine hält an und unsere Programmausführung ist beendet.
Nachdem wir das Programm ja also jetzt einmal ausgeführt und damit die Grundfunktionalitäten dieser Maschine verstanden haben, schauen wir uns jetzt noch einmal die Werte und die Adressen an, mit denen wir es hier zu tun haben. Wir hatten immer gesehen, dass wir bei Load und Write, aber auch bei den Rechenbefehlen, den arithmetischen Befehlen, immer verschiedene Operanden angeben können. Die eine Möglichkeit besteht darin, dass wir einfach eine Zahl dort angeben, Load 1 beispielsweise oder Add 1. Das bezieht sich dann nicht auf die Zahl 1, sondern damit ist dann immer das Register 1 gemeint. Wenn wir dagegen die Zahl 1 meinen, müssen wir das Gleichheitszeichen davor setzen. Add gleich 1 sagt also, addiere den Wert 1 zu dem Wert im Akkumulator, also erhöhe den Wert im Akkumulator um 1. Add 1 dagegen sagt, addiere den Wert, der im Register 1 steht, zum Wert im Akkumulator. Load gleich 0 ist damit eine Art Initialisierung. Wir belegen damit ein Register vor. Wir laden nämlich den Wert 0 in den Akkumulator und können ihn von da aus in einem anderen Register speichern. Damit können wir also zum Beispiel alle unsere Register erst einmal mit dem Wert 0 füllen, wenn wir das denn wollen. Das kann mitunter sinnvoll sein, brauchen wir an dieser Stelle im Moment aber gerade nicht. Auch eine Initialisierung mit 1 oder anderen Werten kann sinnvoll sein. Es gibt noch eine andere Art von Adressierung, nämlich die sogenannte indirekte Adressierung. Die würde mit einem Sternchen markiert werden. Store Stern 1 würde bedeuten, dass nicht etwa der Wert aus dem Akkumulator im Register 1 gespeichert werden soll, das wäre ja Store 1. Store Stern 1 besagt, gucke nach, welcher Wert im Register 1 steht und nimm diesen Wert als Registernummer, wo du den Wert aus dem Akkumulator speichern sollst. Steht in Register 1 beispielsweise eine 17? Würde Store Stern 1 dafür sorgen, dass der aktuelle Wert aus dem Akkumulator im Register 17 gespeichert würde. Klingt kompliziert, ist ein bisschen komisch, aber keine Sorge, wir werden das in dieser Vorlesung nicht brauchen. Aber das ist tatsächlich ein sehr mächtiges Konstrukt, mit dem man sehr gut arbeiten kann, das sehr hilfreich ist und für bestimmte Programme tatsächlich auch erforderlich ist, damit man sie mit der Registermaschine umsetzen kann. Das soll als erster kleiner Einblick in die Registermaschine ausreichen. In den nächsten zwei Videos werden wir Programme für die Registermaschine entwerfen. Das eine wird ein Programm sein, mit dem wir Zahlen summieren können, das andere ein Programm zur Berechnung von Potenzen. Tschüss, bis zum nächsten Video.